Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was Extremstellen und Extrempunkte sind. In diesem Video wirst du lernen, warum aus f' von x0 ist gleich 0 nicht folgt, dass x0 eine Extremstelle ist. Das heißt, wenn die erste Ableitung an einer Stelle x0 verschwindet, also gleich 0 ist, dann heißt das noch nicht, dass diese Stelle eine Extremstelle ist. Und im Zuge dieses Videos wirst du auch lernen, was Sattelstellen und Sattelpunkte sind. Im nächsten Fenster des Arbeitsblattes findest du folgende Erklärung. Nimm dir zunächst einen Moment für dich selbst Zeit und lest dir den Text sorgfältig durch. Am besten du pausierst dazu das Video und im Anschluss werden wir gemeinsam das Ganze nochmal besprechen. Gut, werfen wir zunächst gemeinsam einen Blick auf den Graphen der Funktion, der hier rechts dargestellt ist, und vergrößern den zunächst mal. Wir haben hier drei Punkte markiert, einen Punkt S, einen Punkt H und einen Punkt T. Und wir können sofort erkennen, dass all diese drei Punkte eine horizontale Tangente haben. Also an all diesen drei Punkten ist die Steigung der Funktion gleich 0. Das heißt, wir können zunächst mal sagen, dass für S, H und T gilt, dass die erste Ableitung der Funktion an diesen Stellen verschwindet. Das heißt, f' von x0 ist gleich 0. Für den zugehörigen x-Wert der Punkte S, H und T. Betrachten wir nun zunächst mal den Punkt H genauer. Beim Punkt H haben wir eine horizontale Tangente und zusätzlich, wenn wir unsere Funktion, also den Graphen der Funktion in der unmittelbaren Umgebung von h genauer betrachten, dann erkennen wir, dass wir in der unmittelbaren Umgebung, also lokal bei h, keinen höheren Wert finden. Das heißt, h, der Funktionswert von h ist größer gleich allen anderen Werten, die wir in der unmittelbaren Umgebung von h finden. Daraus können wir auf jeden Fall schließen, dass es sich bei h um einen Hochpunkt handeln muss, also um ein lokales Maximum. Wenn wir analog für t vorgehen, dann stellen wir fest, dass wir lokal keinen kleineren Funktionswert als beim Punkt t finden. Das heißt, wir können uns sicher sein, dass wir bei t ein lokales Minimum gefunden haben, weil wir lokal keinen kleineren Wert finden und wir hier eine horizontale Tangente haben. Das heißt, allgemein können wir sagen, wenn x0 eine Extremstelle ist, dann folgt daraus, dass die erste Ableitung an dieser Stelle gleich 0 ist. Das heißt, ist x0 eine Extremstelle, dann gilt f' von x0 ist gleich 0. Das haben wir sowohl für einen Hochpunkt als auch für einen Tiefpunkt überprüft. Das heißt, wenn wir an einer Stelle eine Extremstelle haben, dann gilt auch auf jeden Fall, dass die erste Ableitung an dieser Stelle gleich 0 ist. Jetzt kommt aber das Wichtige, die Umkehrung gilt nicht. Nur weil an einer Stelle die erste Ableitung gleich 0 ist, heißt es noch nicht, dass wir hier eine Extremstelle gefunden haben. Das heißt, wir können sagen, aus f' von x0 ist gleich 0 folgt noch nicht, dass x0 eine Extremstelle ist. Hierzu haben wir auch gleich ein Gegenbeispiel im Graphen der Funktion. Wenn wir auf den Punkt S schauen, dann sehen wir, dass der Punkt eine horizontale Tangente hat. Das heißt, beim Punkt S gilt, wie wir schon festgestellt haben, f' von x0 ist gleich 0. Allerdings handelt es sich beim Punkt S weder um einen Hochpunkt noch um einen Tiefpunkt. Denn wenn wir lokal die Funktionswerte lokal beim Punkt S betrachten, dann finden wir sowohl kleinere Funktionswerte, also unmittelbar links von S, als auch größere Funktionswerte, nämlich unmittelbar rechts von S. Das heißt, bei S handelt es sich weder um einen Hochpunkt noch um einen Tiefpunkt, das heißt, S ist keine Extremstelle. Das heißt, beim Punkt S ist zwar die erste Ableitung gleich 0, also wir haben hier eine horizontale Tangente, aber S ist keine Extremstelle. Und eine solche, also S ist kein Extrempunkt. Und einen solchen Punkt bezeichnen wir als Sattelpunkt.
also einen Punkt, bei dem die erste Ableitung gleich 0 ist, der aber weder ein Hochpunkt noch ein Tiefpunkt ist, nennt man Sattelpunkt. Und den zugehörigen x-Wert nennt man dann Sattelstelle. Das war's für dieses Video. Im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.